Wenn ihr eure erste Hörspielproduktion startet, werden sich mit Sicherheit einige Fehler einschleichen. Das war bei meiner ersten Produktion auch so und es ist auch völlig okay. Aber ihr könnt natürlich auch einige Fehler direkt vermeiden. In diesem Video zeige ich euch 5 Fehler, die ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Los geht's! Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Falls ihr Mein Ohrenkino noch nicht kennt, Mein Ohrenkino ist mein eigenes Hörspiellabel, über das ich meine eigenen Hörspiele produziere und auch vertreibe. Außerdem gebe ich euch auf diesem Kanal absolute Anfängertipps, wenn ihr zum Beispiel mal ein eigenes Hörspiel produzieren wolltet. Deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr meinen Kanal abonniert. In diesem Video möchte ich euch 5 Fehler aufzeigen, die ihr auf jeden Fall in eurer allerersten Hörspielproduktion vermeiden solltet. Es ist nicht so, Fehler dürfen gemacht werden und es ist auch völlig okay, wenn eure erste Produktion nicht ganz perfekt ist. Meine war es auch nicht und ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich so für mich selber bestimmte Dinge einfach verbessert habe. Aber es gibt einfach Fehler, auf die könnt ihr einfach verzichten, weil es euch wirklich in eurer Hörspielproduktion, weil es einfach dieser Produktion einfach schadet. Deswegen nehmt auf jeden Fall diese 5 Fehler zu Herzen. Es sind Fehler, wovon ich der Meinung bin, dass ihr sie nicht machen solltet, weil es einfach Sachen sind, die mich bei Hörspielen grundsätzlich stören, wenn ich sie dann höre. Die nachfolgenden 5 Punkte sollen keine Top 5 sein. Ich habe sie einfach nur durchnummeriert, damit wir sie einfach ordentlich voneinander trennen können. Punkt 1 auf meiner Liste ist die schlechte Aufnahmequalität. Mir ist natürlich völlig klar, dass ihr kein Studio-Equipment zu Hause habt und dass ihr vielleicht auch eingeschränkte Möglichkeit habt. Das Equipment ist auch teuer und ich habe damals auch angefangen, mit relativ günstigen Equipment zu arbeiten. Aber trotzdem könnt ihr ja mit diesem günstigen Equipment trotzdem gute Aufnahmen machen. Dazu gehört zum Beispiel, dass ihr versucht, den Raum einfach so ein bisschen, ich sag mal, schalldichter zu machen, dass ihr nicht so den ganzen Raumhall drauf habt. Das nervt auch tierisch bei einer Hörspielproduktion. Dann könnt ihr darauf achten, dass ihr keine störenden Nebengeräusche habt, wie zum Beispiel, dass man aus Versehen, so wie hier, ans Mikro stößt. Oder dass man solche sogenannten Plopplaute hat. Plopplaute sind immer dann, wenn ihr zum Beispiel Wörter, die ja am Anfang mit einem P anfangen, dass die einfach einen besonderen Schalldruck haben und die eben auch sehr, ich sag mal, intensiv aufgenommen werden von dem Mikrofon. Das ist auch zu vermeiden, indem man zum Beispiel einfach einen Plopschutz benutzt oder ihr versucht einfach mit dem Abstand von dem Mikro ein bisschen zu spielen. Dann ist noch zu sagen, manche benutzen ganz gerne so Plugins wie Kompressoren und so weiter, was ja auch völlig okay ist. Aber wenn ihr diese Plugins nicht kennt oder ihr wisst nicht, wie die funktionieren, dann lasst sie lieber ganz weg. Ich habe es schon sehr oft bei Amateurhörspielen gehört, dass da einfach zu viel dran rumgeschraubt wurde und dass der Klang plötzlich von den Stimmen einfach so unnatürlich klang, dass man wirklich gedacht hat, ach, dann hättest du es lieber weggelassen, es wäre besser gewesen. Deswegen achtet bitte darauf, dass eure Aufnahmequalität wirklich einigermaßen gut zu hören ist, weil ihr wollt ja die Hörer erreichen und die sollen euer Hörspiel gerne hören und es fängt schon damit an, wenn die Aufnahmequalität wirklich Schrott ist, dann wird sich euer Hörspiel einfach keiner anhören. Kommen wir dann zu Punkt 2 auf meiner Liste, unterschiedliche Lautstärken. Bei den unterschiedlichen Lautstärken ist es so, dass man zum Beispiel vorher eine sehr laute Szene hatte und dann folgend danach ein Dialog, der relativ leise ist. Das heißt, man könnte dann versuchen, die Lautstärke an seinem Gerät auszugleichen, indem man es dann ein bisschen lauter macht. Und dann in der folgenden Szene wird es dann wieder extrem laut. Das heißt, dann hat man wieder seine Anlage zu weit aufgedreht und das Ganze irgendwie scheppert so, dass man da einfach keinen Bock mehr drauf hat. Deswegen ist es wichtig, dass ihr eher eine lineare Lautstärke habt, dass man wirklich alle Dialoge gut verstehen kann, dass die einzelnen Unterschiede der Szenen und der von dem Ortswechsel einfach nicht so unterschiedlich sind, dass man wirklich ständig laut und leise drehen muss. Das ist wirklich furchtbar nervig. Hierzu möchte ich einmal das Schlagwort in den Raum werfen, Dynamic Range. Das bedeutet nichts anderes als das gemessen an dem leisesten Punkt bis zu dem lautesten Punkt, das wäre dann eure Dynamic Range. Die sollte auch nicht zu extrem sein. Extrem bedeutet einfach, hier ist der leiseste Punkt, hier oben ist der lauteste, sondern es sollte nicht so extrem sein. Das hat zum einen den Vorteil, dass ihr eben nicht so starke Lautstärkeunterschiede habt
Und es passiert auch nicht, dass manche Sounds einfach untergehen. Wenn eure Dynamic Range einfach zu extrem ist, das heißt leise Sounds sind hier und der lauteste Sound ist hier, würde man seine Gesamtlautstärke eher an dem oberen Teil bemessen. Das heißt, es kann dann passieren, dass manche Sachen vielleicht einfach gar nicht zu hören sind, weil die einfach zu leise sind. Das heißt, man müsste die Anlage so weit aufdrehen, dass man es auch hört, dann wäre aber dieser höchste Sound auch wieder so laut, dass es auch wieder in den Ohren scheppert. Deswegen versucht die Dynamic Range nicht ganz so extrem zu machen, damit auch wirklich leise Sounds nicht nur mit dem Kopfhörer zu hören sind, sondern eben auch über eine ganz normale Anlage. Oder wenn ihr zum Beispiel auch im Auto unterwegs seid und euer Hörspiel unterwegs hört, sollten da auch eigentlich alle Dialoge, Sounds, Musik und so weiter alles gleich gut zu hören sein. Kommen wir dann zu Punkt 3 auf meiner Liste, epische Länge. Mit der epischen Länge meine ich zum Beispiel, dass euer allererstes Hörspiel bitte kein Mehrteiler sein sollte, weil erstens ist es sehr aufwendig, einen Mehrteiler zu produzieren, es braucht sehr viel Zeit und einen Mehrteiler muss man auch schreiben können. Euer Autor oder Autorin sollte in der Lage sein, wirklich auch eine kurze Geschichte zu schreiben, die man vielleicht die man einfach schneller produzieren könnte, als direkt mit so einer epischen Länge anzufangen. Das hat oft den Nachteil, dass manche Handlungsstränge einfach so ewig lange dauern und einfach keine Spannung bringen. Und das bringt die Leute auch wieder aus der ganzen Story raus und sie haben einfach keinen Bock, das ganze Hörspiel zu hören. Lange Geschichten muss man einfach auch schreiben können. Deswegen versteift euch auf eurer ersten Produktion nicht, dass es eine epische Produktion sein muss, sondern macht es wirklich so einfach wie möglich, dass ihr es gut produzieren könnt und dass der Hörer einfach Spaß hat, das Hörspiel zu hören. Punkt 4 auf meiner Liste ist sinnlose Dialoge. Das ist ein Punkt, der mir besonders häufig auf die Nüsse geht bei Hörspielen, wenn die ewig über irgendetwas sprechen, was A, mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun hat, dem Hörer eigentlich gar keinen Mehrwert bringt und die Geschichte einfach nicht vorantreibt, sondern lediglich das Hörspiel in die Länge zieht. Zu den sinnlosen Dialogen gehören zum Beispiel, wenn ihr euch einfach, ich sag mal, vom Verhältnis her sehr, sehr, sehr lange über das Wetter und die Umgebung unterhaltet und plötzlich passiert etwas Spannendes. Hättest diesen Dialog einfach gebraucht, um diese spannende Szene einzuleiten. Deswegen ist mein Rat an euch, wenn ihr einen Dialog nicht unbedingt braucht, lasst ihn einfach weg. Hinzu kommt noch, die Dialoge sollten so geschrieben sein, dass sie auch in der Realität funktionieren. Es muss sich schon ein bisschen an der typischen gesprochenen Sprache orientieren und es sollte nicht allzu gestelzt sein, dass man wirklich noch erkennt, oh ja, die unterhalten sich wirklich. Deswegen denkt daran, nicht nur beim Schreiben von den Dialogen, sondern auch bei dem Sprechen und bei dem Einsprechen der Dialoge, sie sollten in der Realität genauso gut funktionieren. Kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste. Nummer 5 ist komplizierte Handlung. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ihr sehr viele Handlungsstränge in einer Geschichte habt, wenn ihr extrem viele Ortswechsel in einer Geschichte habt. Das sind einfach Dinge, die kann man natürlich machen, aber auch hier ist es genauso wie bei einer extrem langen Handlung. Man muss sowas auch wirklich erst schreiben können. Und glaubt mir, es ist nicht ganz so einfach, dazu gehört ein bisschen Erfahrung. Ich habe damit auch noch so Probleme, also lange Hörspiele zu schreiben, deswegen mag ich es lieber etwas kürzer, weil es etwas einfacher ist. Die Herausforderung da ist nur wirklich in einer kurzen Zeit auch wirklich so viel zu erzählen, dass diese Geschichte funktioniert. Aber je länger die Geschichte wird und man komplizierter diese Geschichte machen möchte, desto schwieriger wird es einfach auch, die Geschichte dem Hörer hörbar zu machen. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung für die Sprecher, wirklich über einen so langen Zeitraum wirklich kontinuierlich gute Leistungen abzuliefern. Deswegen hätte ich auf jeden Fall gesagt, bei eurer ersten Hörspielproduktion, macht es nicht zu kompliziert, verlasst euch darauf, dass es auch einfach geht und auch einfach kann wirklich spannend und unterhaltsam sein. Ein weiterer Punkt wäre auch eine sehr sprunghafte Erzählung. Also vermischt mit Ortwechseln und Dialogwechseln ist es wirklich da kompliziert, der Geschichte einfach zu folgen, weil man ständig aufpassen muss, gehört das noch zu der Szene oder gehört das zu der Szene. Deswegen auch bei der Erzählweise ruhig bei dem ersten Hörspiel eine etwas ruhigere Nummer zu machen, als direkt wirklich in die absoluten Vollen zu gehen, weil ich kann euch nur sagen, es ist nicht einfach, sowas auch zu schreiben und zu produzieren. Das war's auch schon wieder mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, empfehle ich euch
dieses Video. In diesem Video stelle ich euch 5 meiner Top-Hörspiel-Sounds vor, die ihr wahrscheinlich in jedem Hörspiel brauchen werdet. Das war's von mir. Bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!